Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt zwei wesentliche Faktoren bei dem Thema Fachkräftesicherung. Das ist zum einen die Digitalisierung. Sie birgt für die Wirtschaft, für die Arbeit große Wachstumspotenziale. Es reicht aber nicht nur allein, auf Innovation und Forschung zu setzen. Im Mittelpunkt unserer Unionspolitik, da steht der Mensch und nicht die Technik. Das Wissen unserer Fachkräfte, das ist eigentlich der Rohstoff für Innovation von morgen. Und darauf muss sich auch die Personalpolitik der Unternehmen entsprechend darauf einstellen. Und wir müssen den Arbeitnehmern Perspektiven geben, die neuen Technologien auch als Chance zu begreifen. Der zweite wichtige Faktor in diesem Zusammenhang ist der demografische Wandel. Schon in den nächsten 15 Jahren wird die Zahl der Erwerbstätigen um bis zu 5 bis 6 Millionen Menschen sinken. Das Institut für Arbeitsmarktforschung und Berufsforschung sieht sogar einen Rückgang um 500.000 pro Jahr bis 2035. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind alarmierende Zahlen. Der vorliegende Antrag macht deutlich, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eigene Kräfte, eigene Instrumente zur Fachkräftesicherung entwickelt hat. Deswegen ist auch dieser Antrag hier gerechtfertigt und er grenzt ihn auch ab von den sozial-, bildungs- und familienpolitischen Zielsetzungen. Über die Mitberatung dieser Ressorts sind alle Querschnittsaufgaben zur Fachkräfterekrutierung enthalten. Und da möchte ich meinen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen von SPD und CDU hier noch einmal deutlicher rausformulieren. Und insbesondere gilt auch der Dank an die Kollegin Lena Strothmann und meinen Kollegen Herrn Dr. Hans-Joachim Schabedoth von der SPD. Wir haben zurzeit noch keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, aber es gibt sehr wohl regionale Engpässe und die sind vor allem im Süden und Ostdeutschland unseres Landes erkennbar. Und dazu haben wir eine Studie mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben und diese wurde konzipiert vom Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung. Und da sind zum Jahresanfang 2016 685 Berufe untersucht worden und es gibt bereits in 148 Berufen Engpässe. Dazu zählen der Maschinenbau, Metall-Elektronikbranche, Sanitär-, Heizung-, Klima- sowie auch die Gesundheits- und auch die Pflegeberufe. Meine Damen und Herren, sowohl der demografische als auch der digitale Wandel fordert hier ein Umdenken bei der Fachkräfterekrutierung. Wir müssen uns fragen, was kann ein Unternehmen tun, um einen Arbeitnehmer über Jahre, Jahrzehnte oder gar auch bis zur Rente an sich zu binden. Auch dazu hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie in Auftrag gegeben. Diese wurde vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln in 2015 mit dem Titel durchgeführt: Lebensphasenorientierte Personalpolitik. Das ist eine ganzheitlich ausgerichtete Personalpolitik. Sie reicht von der Anwerbung über Weiterbildungsangebote bis hin zu Strategien zur langfristigen Bindung von Beschäftigten. Da diese Personalpolitik demokratiefester ist, können Fachkräfte erfolgreich im Unternehmen gebunden werden. Meine Damen und Herren, um das zu erreichen, sind die betrieblichen Anforderungen mit den Bedürfnissen der Beschäftigung in Einklang zu bringen. Und hier sind vor allen Dingen die Lebensphasen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Elternschaft, Ehrenamt, Familienpflegezeit oder auch Krankheit und deren Folgen hinzuzunehmen. Analog dazu gibt es die Berufsphasen wie Einstieg, Orientierung, Reife, Führung und Ausstieg womöglich aus dem Beruf. Diese kreuzen sich miteinander und stellen auch unterschiedliche Ansprüche an die Arbeitszeiten. Unternehmen sollten flexibler Angebote wie Teilzeit und Heimarbeit ermöglichen. Auch finanzielle Anreize wie betriebliche Altersvorsorge oder variable Gehaltsbestandteile, die sind dort in solch einer Personalpolitik einzubeziehen. Und wenn man diese Ansätze zusammenführt, dann kann man sehr wohl von einer lebensphasenorientierten Personalpolitik sprechen. Doch wenn wir in die Betriebe hineinschauen, dann stellen wir fest, dass diese Politik erst von 8% der Unternehmen praktiziert wird. Meine Damen und Herren, man kann schlichtweg sagen, hier ist dringender Aufholbedarf geboten. Und ich weiß sehr wohl auch, da ich einen sehr ländlichen, kleinstädtisch strukturierten Wahlkreis habe, mit sehr vielen kleinen mittelständischen Unternehmungen, aber selbst auch wenn da die Arbeitnehmerzahlen zwischen 20 und 50% betragen, höre ich immer mehr von Unternehmern, die sagen, ich brauche einen Personaler,
der sich kümmert um die Arbeitnehmer und dass man auch wirklich von einer lebensphasenorientierten Personalpolitik sprechen darf. Also den Geschäftsführungen und Personalabteilungen müssen weitaus weiterdenken und auch darüber sich im Klaren sein, dass die Bindung von Fachkräften wie langfristig zu einem Wettbewerbs-, wenn nicht sogar zu so einem Standortfaktor für das Unternehmen werden. Also der wirtschaftliche Erfolg baut immer mehr auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. Und deswegen habe ich hier heute dieses lebensphasenorientierte Personalpolitik als solches in den Mittelpunkt meiner Rede gestellt, weil es gut ist, sich um die Arbeitnehmer nicht nur im Bereich der Technologie, der Innovation von den Lerninhalten, sondern vielmehr auch darauf abzustellen, den Arbeitnehmer zu sehen, wie er sich entwickelt, von seiner Bildungsphase in der Ausbildung bis hin zum Studium und was er in den einzelnen Lebensphasen von der Elternzeit, auch selbst wenn er im Ehrenamt ist, dass man das vernünftig zusammenfügt und den Arbeitnehmer hier über eine vernünftige Personalpolitik ganzheitlich betrachtet. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Sabine Zimmermann, Fraktion Die Linke.